Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Don't Starve. Ja, wir sind ja jetzt inzwischen bei Folge 4 angekommen, haben unser Leben in der letzten gelassen und stellen deswegen einfach mal ein neues Leben. Ja, das ist ja jetzt quasi Staffel 2. Naja, ich sage einfach mal so inoffiziell. Ich werde das jetzt alles allerdings aneinander hängen. Da ich nicht denke, dass das so toll ist, wenn das alles immer getrennt ist und, naja. So, schauen wir einfach mal, wie nun diese Runde wird. Wir haben ja nun jetzt auch schon ein kleines bisschen was gelernt. Gerade was das Thema angeht mit Nacht. Also niemals in der Nacht rumlaufen. Das ist absolut gefährlich. Das wissen wir jetzt. Also nicht in der Nacht rumlaufen. So, da haben wir auch schon unseren ersten Flint. Unsere Axt. Das ist doch super. Und dann holen wir uns auch gleich mal Holz. Ja, sehr stimmig, die Grafik und alles. Zwar sehr trist, das muss man auch mal sagen. Aber ich finde gerade, das ist so ein Kniff bei dem Spiel. Dass das alles ein bisschen düsterer, schummriger ausschaut. Oh, was haben wir denn da entdeckt? Was ist das? Hackelstein? Stone? Hackelstein? Schweine? Schweineköpfe? Das ist aber schon böse. einfach mal. Was passiert? Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Was ist denn eingezeichnet? Ja, ist es. Das merken wir uns auf jeden Fall mal. Schauen wir uns genauer an. Das ist ja schon interessant. Haben wir denn schon genug von der Axt? Ja, Spitzhacke meine ich. Ja, sehr schön. Gehen wir nämlich gleich mal auf Steinsuche. Das wissen wir ja auch. Stein und Gold. Ohne das können wir keinen Rucksack bauen. Das ist blöd. Leck. Ja, da haben wir doch schon was. Zack. Aber wir wissen inzwischen auch, das sind nicht die richtigen Steine. Wir brauchen die anderen. Diese Spitzen mit den schwarzen drin. Oh, wieder der falsche. Egal. Alles mitgenommen. Kann ja alles gebraucht werden. Ja, ich habe mich jetzt im Übrigen dazu entschieden, die Folgen auf 3 Tage hochzustocken. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich Bock drauf. So. Von daher ist das jetzt einfach so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung en masse. Steine bzw. Flints auch brauchen. Allerdings wollen wir es jetzt nicht übertreiben. Ja, komm, die können wir ja nicht liegen lassen, das geht ja nicht. Ja, hier liegt schon wieder so viel. Man weiß nicht, was man mitnehmen soll. Wir haben auch schon genug für ein normales Lagerfeuer. Ja, nee, haben wir nicht. Das wird ein bisschen drauf. Ach, ja. Aber das ist ja jetzt kein Problem. Zack. Können wir das auch machen? Jawohl. Damit wir dann ja auch die Nacht überleben können. So, da haben wir wieder dieses Wormhole. Das haben wir ja auch schon mal im vorigen Spiel gefunden, 2 Stück davon. Allerdings wollte ich da nicht rein. Und dann war ich tot und dann war es zu spät. Ja. Gut, hier scheint nicht mehr viel zu sein.
Keine Steine, kein Gold, Schweinerei. Nun gut, dann werden wir das wohl hier machen. Unser Lagerchen. Oh, dann haben wir noch ein Flint. Oh, ein paar Bienchen. Das ist doch auch schick. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Grasspicks. Grasspicks, ja, Wir sollten noch mal ein bisschen Gras aufheben, auf jeden Fall. Da wir sonst in der nächsten Nacht ohne Feuer dastehen. Das soll nicht so prall. Wobei, wir könnten ja eigentlich auch mal mit der Fackel das ausprobieren. Brauchen wir ja auch nicht so viel für. Auf der anderen Seite, nö. Nö. Wozu? Wir werden nochmal das Feuerchen machen und dann ist gut. Ich hoffe, ich habe auch genug Nahrung gesammelt. Und noch Holz. Ja. Vielleicht auch nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Dass wir noch ein bisschen feuern können. Besser ist das, glaube ich. So. Damit bricht dann ja auch quasi unsere erste Nacht fast an. Jetzt muss ich mir noch eben schnell ein Plätzchen suchen. Oh, hier. Ja, und das wissen wir ja auch so. Feuer niemals Richtung Bäume oder so, sonst gibt es Brand. Das wollen wir ja nicht. Das finde ich aber nett von dir. Gut, dann packen wir noch ein bisschen Holz rein. Und dann fangen wir nochmal ein bisschen an zu kochen. Damit wir dann ja auch ein bisschen was für unseren Morgen kriegen, damit er nicht verdörrt. Nehme ich schon an. So, Seeds. Die können wir auch nochmal kochen. Und die Karotten. Jetzt wird's Schuster. Schuster, Booster. Ein bisschen Holz reinpacken. Das auch noch mal das Bäumchen hier kümmern. So. Ein bisschen drehen hier. Dass wir alles mitkriegen. Ja. Und damit haben wir unsere erste Nacht. Können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Ist ja nah genug, um keine Angst zu haben. Aber so kleine, eigentlich doof. Da oben. Die große. Den will ich. Den will ich. Und weg mit der. Take that nature. Oder wie sagt er so schön? Take that nature, genau. Ist da noch was? Da. Noch was? Nein. So, schnell wieder zurück zum Feuer. So war das, glaube ich. Ja, so müsste das gewesen sein. Ja, juhu, jubel, jubel, freu, freu. Erste Nacht überstanden. War ja irgendwo aber auch klar. So schwer ist es ja jetzt noch nicht. So. Wir brauchen noch Gold. Gold und Steinchen. Gold und Steinchen. Gold und Steinchen. Gold und Steinchen. Da brauchen wir gar nicht mehr lange. Da unten ist noch eine Wüste. Da wollen wir mal hinheizen. Oh, meine Axt ist auch kaputt. Mal gleich schon mal die Spitzhacke auspacken. Und uns dann mal auf der Suche noch ein bisschen. Na, wobei, lass uns erstmal was futtern. Wenn wir schon dabei sind. Der Magen auch ein bisschen was hat zum Füllen. Ja, besser. Und vor allen Dingen, damit man das auch ein bisschen besser einschätzen kann. Dass wir wirklich noch an Nahrung haben. Und das ist nicht viel. Muss ich mal jetzt sagen. Aber das wird schon klar gehen. So, was ist das? Eine Blume.
Eine Karotte, sehr schön, und noch ein paar Beeren. Haben wir wieder die Köpfe, die wir auch noch nicht wissen, was wir mit denen machen müssen. Kümmern wir uns aber später mal drum. Dum, 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 dum. Hey Cat, I will destroy you. Ah, komm her. Verdammt. Ach, egal. Lass mal das. Wir brauchen Gold und, oh, Karotte. Gold und Steine. Zack. Flint, noch ein paar Bären, noch ein Flint. Brauchen wir aber trotzdem mal langsam irgendwie. Welche Straße? Interessant. Wollen wir gleich mal folgen? Wollen wir mal gucken. Ah, hier ist die Wüste auch wieder zu Ende. Na gut, dann gehen wir mal da schauen. Wo geht das hier hin? Oh, guck mal. Das ist wieder so ein Augenstab. Immer die Boots und ich hab's. Ah! Das scheint wirklich für diese Kisten. Das ist echt interessant. Komm mit, mein Freund. Genau, komm mit. Das ist ein Plan. So, wir brauchen eine Wüste. Wir brauchen eine Straße lang, oder ist es dieselbe? Was ist einfach dieses Wormhole? Das sieht mir fast genauso aus, wie ich beim letzten Mal war, wie ich meinen Hauptlager aufgeschlagen hatte. Natürlich annehmen. Okay, also solange ich diesen Augenstab dabei habe, habe ich anscheinend eine Kiste, die mir hinterher wird. Das ist echt schon mal praktisch. Nun gut. Jetzt wissen wir das auch auf jeden Fall auch. Robin denkt zwar immer noch nicht so ganz, aber das ist erstmal egal. Ja, eigentlich wollte ich ja der Straße folgen. Naja, so ändern sich dann die Pläne, Prioritäten und so. So, jetzt gleich wieder in unserem Booster. Wir haben ja nicht viel Steine gefunden, geschweige denn Wüste. Ein bisschen enttäuschend. Muss ich mal sagen. Und jetzt halten wir uns mal nicht so viel den ganzen Krankram auf hier. So, ja, ich muss aber einfach. Ich kann es nicht lassen. Sachen, die reizen dann doch einfach enormst. Ja, hier haben wir doch eine Wüste. Schlagen wir halt das Lager in der Wüste auf. Können wir natürlich auch machen. Mann, was sollte denn dagegen sprechen? Eigentlich gar nichts. Mindestens ein Stein. Komm. Das sieht noch ganz gut aus. Da sind Steine. Das sind aber die falschen. Also laufen wir einfach mal straight weiter. Nein, da muss doch irgendwo Gold sein. Oder auch nicht. Naja, müssen tut's nicht. Oh, nein. Böse Spinne. Mach dich kaputt. Noch eine. Yeah. Noch eine. Was ist das da? Was? Ja, Evil Flower. Hä? Meine Gehirnleistung geht runter, wenn ich die aufsammle. Interessant. Einzige grüne Stelle hier in der ganzen Wüste. Was ist das? Ring, Ring. Ring. Ist das etwa der eine Ring? Naja, wir machen jetzt hier auf jeden Fall mal unser Lager rein. Entschuldigung. Und werden dann noch mal ein bisschen Essen kochen. Damit wir dann die Nacht auch gut überstehen. Kochen, kochen, kochen. Können wir nämlich auch gleich noch ein bisschen Platz schaffen dadurch.
Das war der falsche Knopf. Wie war das? Ab Tag 5 bekommt er dann auch die ersten Stoppeln, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, irgendwie so war es. Ja, da ist es ja noch ein bisschen hin. So, Monster Meat. Was ist das? Oh mein Gott. Das sind Augen. Oh mein Gott, noch mehr Augen. Boah. Boah, was ist denn das für Schatten? Er hat auch ganz viel Angst. Was ist das nur? Ist diesen Ring aufhebe? Okay. Dimensionale Energien, wie wird das? Nee, du solltest es eigentlich kochen. Wow. Was ist das noch für Schatten? Wow. Ich hab Angst. Ja, nicht wirklich, aber. Wow. So, wie konnte man jetzt die Gehirnleistung wieder erhöhen? War denn das? Boah. Böse Spinne. Hey, ich gehe da lieber nicht hin. Aber wir können mal an unsere Kiste ran. Da mal die Seide reinschmeißen. Diesen komischen Ring reinschmeißen. Ja, was könnte man denn da noch reinschmeißen? Juhu! Tag Nummer 3 ist angebrochen. Sehr schön. Dann mal gleich. Oh! Okay. Krass, gut. Haben uns mal einen Grasanzug. Yeah. Okay. Ist das neu? Ich kann das noch gar nicht. Okay. So, dann nehmen wir mal schnell die Axt. Und dann machen wir mal hier die Spinnen kaputt. Ah, ist das gemein. Ja, langsamer. Das war gut gemacht. Kein Schaden bekommen. Sehr schön. Da ist keiner mehr. Da ist schon wieder so ein Schatten. Seht ihr das? Ja, auch. Das ist echt interessant. Was kommt? Hm. Naja, soll uns ja egal sein. Was wirft wirklich von diesem Ring kommt? I will destroy you! Das muss von diesem Ring kommen. Wow. Was ist das? Dirt? Animal Track. Ah, okay. Oh, das ist aber wirklich eine große Wüste. Da sind wieder ein paar Spuren. Ach ne, Spuren sind das gar nicht. Was ist das? Ratte, Maus? Ich weiß es nicht. Da sind die Steine. Jetzt speichert er erst. Interessant. Normal hat er doch vorher gespeichert. Da haben sie ein bisschen was abgeändert anscheinend. Auch dieses Schimmern drumherum jetzt die ganze Zeit, seitdem ich diesen Ring dabei habe. Merkwürdig. Was das wohl zu bedeuten hat. Ja, wir werden es bestimmt irgendwann rausfinden. Jetzt halte ich mich hier aber gerade schon wieder mit Nonsens auf. Das wollte ich doch wirklich gar nicht. Warum brauche ich doch gar nicht? Auf Gold! Dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-di-dum. Wo finden wir Gold? Blumen? Blumen? Die wir aber nicht brauchen. Dum-di-dum-di-dum. Wie weit hab ich denn noch? Nicht ganz so weit. Ah, da ist wieder dieses komische Esser-Ding. Gut, dass meine Kiste das Ding trägt. Die muss ich noch nicht damit abnehmen. Hunger ist auch noch okay soweit. Ich finde kein Gold. Was mit diesem Ring zusammenhängt, wäre ja mal sehr interessant. Oh, da ist wieder so ein Spinnenmist. Soll uns aber jetzt im Moment auch egal sein. Spawn, spawn, spawn. Das interessiert uns im Moment alles gar nicht. Wir wollen Gold.
Gold, Gold, Gold. Oh, das ist die große Wüste. Wahnsinn. Oh. Oh. Das ist schön. Komm mal her. Soll ich da reinfahren? Zack. Greife ich aber nicht an. Ich habe keine Ahnung, was passiert bei den Viechern. Hab sie schon mal gesehen. Sehen auch ganz süß aus irgendwie. Aber ich werde mich nicht mit denen anlegen. Zumindest nicht im Moment. Das werden wir irgendwann mal machen. Eieiei, die Wüste ist aber wirklich riesig. Aber kein Gold. Weit und weit kein Gold. Ich dachte immer, Wüste ist so Primärgold. So Grundstelle, aber scheint ich mich ja doch zu irren. Mann, das bisschen, was ich bis jetzt gespielt habe. Oh, da können wir noch ein bisschen Reise mitnehmen. Werden wir bestimmt auch noch mal irgendwann brauchen. Aber hier ist kein Gold. Sauerei. Wie sieht das denn mit unserem Holz aus? Aber noch ganz okay. Setzen wir schon wieder Booster. Das finde ich jetzt aber nicht so prall. Ja, ich kann es ja mal probieren. Was vielleicht denn für komische Geräusche? Hunde? Kojoten? Oder sind das wirklich diese Geister? Hab ich jetzt keine Lust drauf. Greif da mein Ding an? Was lässt du? Nein! Lass meine springende Kiste in Ruhe. So. So langsam geht mir nämlich die Zeit auch schon wieder flöten. Schnell! Nun gut, ich glaube, ich werde hier mein Lager aufschlagen müssen. Oh weh. Und dann auch noch mit Regen. Das ist gar nicht gut. Nehme ich vielleicht noch mal ein bisschen Gras noch. Ich mach dann jetzt einfach mal ein Feuerchen hier. Zack. Zwei Gras noch. Dann würde ich jetzt mal das Gras hier drumherum noch holen. Dass ich das Feuer auch lange noch anhalten kann. Ah, ich glaube, weiter gehe ich nicht. So. Damit haben wir die Nacht. Hä? Doch noch nicht? Also wie? Ja, wir haben Scheiße eingesammelt und das war's. Quasi alles für die Katz. Oh, was ist denn mit denen? Die müssen gegessen werden. Oh, weh. Hui. Und Brennmaterial aus. Fällt mir gar nicht. Nee, das hätte ich jetzt nicht essen sollen. Was ich lieber noch. Uah, da ist schon wieder so ein komisches irgendwas. Gut, dass der Regen aufgehört hat. Monstermeat kann ich noch kochen. Kann ich zum Not auch noch essen. Das kann ich ja essen. Oder verbrennen. Das ist doch auch ganz praktisch. Machen wir doch das. Gut. Tja, damit sind wir dann quasi auch schon fast am Ende dieser Folge. Wisst ihr, was ich gesagt habe? No, 3 Tage und so. Das werden wir dann hier jetzt noch. Oh! Die Spinne noch schnell hier vertreiben. So auch nicht. Das werden wir bekämpfen. Ja, gar nicht, hier. Dass jetzt noch eine Spinne anfällt. Uah, was ist das? Gefährlich. Hey. Und ja, was können wir denn hier noch machen? Eigentlich gar nichts mehr. Wir haben alles gekocht soweit. Ja. Und da ist dann auch schon der Tag angebrochen. Und damit machen wir dann jetzt ein Päuschen. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, Don't Starve.